keine Schmerzen mehr beim Insulinspritzen, Katheter oder Sensor setzen, dank diesen Betäubungscremes. Und vielleicht hat man genau deswegen dann nachher auch weniger Angst davor. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem es darum geht, wie man eventuell seine Angst vor Spritzen etwas verlieren kann, beziehungsweise generell das Setzen von Kathetern, Sensoren oder im Allgemeinen das Spritzen für sich selber einfach entspannter gestalten kann, und zwar mit der Hilfe von Betäubungscremes, um die es in diesem Video hier geht. Wie man sie anwendet und wie meine Erfahrungen damit gewesen sind, möchte ich euch jetzt nämlich heute einmal erzählen. Betäubungscremes sind dafür da, um eine gezielte Stelle auf der Haut zu betäuben, sodass man dort dann keinen Schmerz mehr spürt, um zum Beispiel kleinere chirurgische Eingriffe durchführen zu können, denn dafür wurden die ursprünglich mal entwickelt. Heute werden sie aber zum Beispiel auch von Leuten dafür verwendet, wenn sie sich ein Tattoo stechen lassen, damit das nicht allzu doll wehtut, aber man kann sie genauso gut dafür verwenden, eben die vor einer Impfung zu benutzen, um dann diesen Impfeinstich nicht zu spüren, oder zum Beispiel bei einer Blutabnahme, was ja wir Diabetiker auch in der Regel einmal im Jahr machen müssen, oder eben auch beim generellen Setzen von Kathetern, Sensoren und so weiter. In allen Cremes sind dafür die Wundermittel Lidocain und Prilocain enthalten. Diese Stoffe sorgen dann nämlich dafür, dass sie in die Haut eindringen und dann im Gehirn den Schmerzreiz aus genau dieser Region blockieren können, sodass man dann keine Schmerzen mehr von dort aus wahrnimmt. Und da alle Betäubungscremes diese zwei Mittel enthalten, unterscheiden sich diese auch von unterschiedlichen Herstellern dann eben nicht allzu stark in ihrer Wirkung, da letztendlich Lidocain und Prilocain für diese betäubende Wirkung sorgen. Und noch ein weiterer Fakt gerade am Rande: bei dem Eversense CGM-System, beim Einsetzen von diesem, das ist nämlich ein implantierbares CGM-System, da kriegt man dann so einen kleinen Chip für 180 Tage unter die Haut gesetzt, da wird auch mit Lidocain betäubt, sodass man dann diesen Sensor, diesen Chip auch ohne großartige Schmerzen für den Anwender einsetzen kann. Und so funktioniert das Ganze, wenn man es anwenden möchte, allerdings nur relativ grob beschrieben. Wenn ihr es selber ausprobieren und anwenden wollt, dann lest euch unbedingt vorher die Packungsbeilage durch, da auch je nach Alter die Anwendung eben etwas variiert, vor allem was die Menge und Länge der ganzen Anwendung angeht. Bei Menschen über 12 Jahren ist es so, dass empfohlen wird, dass man die Creme 1-5 Stunden vorher auf die betroffene Stelle aufträgt, und zwar in einer etwas dickeren Schicht, und anschließend ein Pflaster darüber klebt, was auch manchmal mitgeliefert wird, welches wasser- und luftig ist. Das sorgt nämlich dafür, dass dann eine feuchtwarme Kammer unter diesem Pflaster mit der Creme entstehen kann, was dafür sorgt, dass die Hautschicht bzw. die Hornhautschicht etwas aufgeweicht wird und es so die Creme leichter hat, in diese Hautschicht einzudringen und so dann auch die Wirkung verbessert werden kann. Auf der anderen Seite sorgt dieses Pflaster aber auch dafür, dass eben diese Creme nicht verschmiert und man auch nicht die Gefahr läuft, dass man das Ganze irgendwie in die Augen kriegen sollte, weil das eine größere Gefahr bei der Creme ist. Zumindest sollte es soweit kommen, dann kann sie dort nämlich einen größeren Schaden anrichten. Deswegen wunderbar, wenn man das irgendwie so vernünftig abklebt. Dafür gibt es diese speziellen Pflaster. Allerdings ist das auf Dauer relativ teuer. Deswegen kann man auch tatsächlich Frischhaltefolie nehmen und das dann an der Seite abkleben. Und genau das möchte ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Und zwar nehme ich hier die Creme. Ich habe jetzt hier die Emla-Creme gerade zur Hand und trage dann ein bisschen von dieser Creme auf die jeweilige Stelle auf. Ich hoffe, ihr könnt es erahnen, ungefähr so. Ich habe das eben schon mal gemacht. Ungefähr so war dort auch die Menge. Und dann nehme ich hier meine Frischhaltefolie, die ich eben schon passend ausgeschnitten habe. Ich kann sie hier auch gerade noch mal kurz rein zeigen. Und dann packe ich die jetzt hier so ungefähr drauf und kann die schon etwas platt drücken. Hier ist jetzt immer noch eine etwas größere Schicht oder relativ dicke Schicht, wollte ich sagen. Und das sollte aber tatsächlich auch von der Dicke ausreichen und vor allem jetzt auch dann eben in der Breite dafür sorgen, dass ich da dann gleich schön und entspannt meinen Katheter setzen kann. Und dann habe ich mir hier Fixomull ausgeschnitten. Das ist so ein Klebeband, was ich jetzt auf alle vier Seiten draufkleben kann, um das Ganze hier eben dann komplett dicht zu machen. Die habe ich mir schon vorher ausgeschnitten
Und da muss ich jetzt etwas aufpassen, dass ich hier nur einmal ansetze, weil ansonsten ist es mir beim letzten Mal passiert, dass ich dann den Kleber hier schon auf der Frischhaltefolie hatte und dann die Frischhaltefolie fast mit abgerissen habe oder mega verschoben habe. Deswegen komplett einmal drauf. Wenn man es hat, dann nimmt man sich einfach noch eine zweite Person zur Hand, dann sollte das Ganze auch noch einfacher funktionieren. Aber ich hoffe, man sieht es. Bei mir funktioniert es auch so ganz in Ordnung. Nehmen wir die andere Seite. So, hier auf die Ränder. Dann haben wir nur noch oben und unten. Und dann haben wir es gleich auch schon geschafft. Und jetzt ist auch schon alles fertig. Alles ist hier drauf. Ich hätte tatsächlich jetzt im Nachhinein noch etwas mehr Creme am besten tatsächlich drauf gemacht. Aber ich denke, es sollte trotzdem reichen. Ich werde es auf jeden Fall gleich noch ausprobieren. Hat man die Einwegdauer dann lang genug abgewartet, dann kann man einfach das komplette Pflaster abnehmen, diese Creme komplett abwischen und das Ganze dann, je nachdem, was man vielleicht noch machen möchte, dann natürlich noch vorbildlicherweise desinfizieren. Und bei mir hat das Ganze tatsächlich richtig, richtig gut und sehr einfach direkt auf Anhieb funktioniert. Ich habe es nämlich ausprobiert mit einer Creme hier am Oberarm, um einen in den Blutzuckersensor zu setzen und dann noch am Bauch mit einer anderen Creme nochmal von einem anderen Hersteller, um dort einen Katheter zu setzen. Und ich war wirklich erstaunt, als ich das gemacht habe. Ich hatte etwas über eine Stunde Einwirkdauer und ich habe wirklich absolut gar nichts davon gespürt. Es war auch irgendwie schon ein ziemlich komisches Gefühl, weil man ja trotzdem so diese Geräusche hört und auch so ein bisschen, ja, das einfach wahrnimmt, wenn man beispielsweise auf dem Applikator von so einem Sensor da drauf drückt, dann merkt man ja, wie das Ganze runtergeht, aber man spürt in dem Moment halt wirklich absolut gar nichts. Das war wirklich so eine Erfahrung, irgendwie cool und sehr ungewohnt auf der anderen Seite. Definitiv kann ich aber sagen, es hat funktioniert und ich habe rein gar nichts davon gespürt. Letztendlich gesehen hat man es eben auf der Haut, dass diese Creme da tatsächlich gewesen ist. Man hat dieses Aufweichen der Haut so ein bisschen auch schon gesehen, was aber gleichzeitig auch sehr gut ist, da man dann eben genau weiß, ah, da ist jetzt gerade betäubt und dort kann ich dann letztendlich auch reinstechen. Und das würde ich auch noch nicht irgendwie als Nebenwirkung davon sehen. Was man aber hier natürlich auch ganz deutlich sagen muss, was vorkommen kann, solche Cremes, solche Dinge kommen einfach immer mit gewissen Nebenwirkungen daher. Deswegen solltet ihr euch dazu entschließen, sowas auch mal auszuprobieren, dann schaut auf jeden Fall vorher die Nebenwirkungen an. Das kann man zum Beispiel auch bei Seiten von Online-Apotheken ganz einfach machen. Dort kann man direkt den ganzen Beipackzettel sich durchlesen und dann einmal das kurz vorher schauen. Eventuell auch für welche Personengruppen diese Cremes gar nicht erst geeignet sind. Und dementsprechend bleibt mir wirklich nur zu sagen, es war eine super Erfahrung und ich würde es gerade live direkt mit euch noch ein drittes Mal jetzt ausprobieren, denn ich habe es tatsächlich auch nur zweimal jetzt ausprobiert, aber das hat so gut geklappt, da dachte ich, ich muss es gar nicht noch öfters machen, außer jetzt eben hier noch einmal für diese Videoaufzeichnung. Ich habe es eben drauf gemacht und nehme das ganze Pflaster dann jetzt hier einmal kurz ab. So, man sieht das Ganze. Das Pflaster packe ich mal weg und dann wische ich das Ganze hier mit einem Taschentuch so gut es geht und gründlich ab. Man sieht es jetzt hier so ein bisschen, zumindest nehme ich das wahr. Ich weiß nicht, wie krass das auf der Kamera ist, dass es hier schon weich ist und ich da auch jetzt gerade nichts spüre. Also es ist auch krass, wie wenn ich hier so mit dem Finger drüber fahre, hier spüre ich noch was und dann, ah, da spüre ich jetzt nichts mehr und ah, da fängt es jetzt wieder an. Und man nimmt auch dieses Weiche eben wirklich so ein bisschen wahr. Da habe ich am Anfang, bin ich da mehrmals drüber gegangen und so, weil ich nicht wusste, ist das jetzt wirklich trocken, aber letztendlich ist es, glaube ich, einfach so diese aufgeweichte Haut. Nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich noch einmal gerade desinfizieren. Und zwar nehme ich mir dafür, wie auch so oft, hier wieder so einen kleinen Alkoholtupfer. Gehe einmal hier über die Stelle und dann müssen wir das gerade kurz trocknen lassen und dann kann es auch hier schon direkt mit dem Setzen des Katheters weitergehen. So, ich habe jetzt gerade schon
kurz gewartet, sollte auch jeden Moment eigentlich trocken genug sein. In der Zwischenzeit ist mir gerade noch eingefallen, was ich euch erzählen kann. Und zwar habe ich auch keinen Unterschied jetzt irgendwie festgestellt, was dann das Klebeverhalten von dem Katheter und dem Sensor angeht, nachdem ich halt eben vorher erst die Betäubungscreme da drauf hatte und dann den Katheter und Sensor gesetzt habe. Also da habe ich wirklich keinen Unterschied gemerkt. Das heißt, es war letztendlich einfach nur schmerzfrei und aber keinerlei Nachteile, die damit irgendwie vielleicht noch einherkommen könnten. Zumindest habe ich da jetzt keine wahrgenommen. Das gleiche schauen wir auch mal, ob das hier wieder der Fall sein wird. Ich habe die Stelle ziemlich gut getroffen, denke ich. Und dann drücke ich einfach mal ab. Und ja, tatsächlich, ich habe wieder nichts gemerkt. Krass, dieses Mal tatsächlich jetzt auch nur meine Erfahrung. Aber es waren so irgendwie 40 Minuten, die es jetzt gewesen sein müssten, die das Ganze eingewirkt hat. Und ich hatte ja sogar auch ein bisschen zu wenig Creme drauf, was ich niemandem empfehlen würde. Aber was tatsächlich dann jetzt eben auch funktioniert hat, ich habe gerade echt wieder nichts gespürt. Mittlerweile ist es schon so ein bisschen normaler geworden dann jetzt als das allererste Mal, dass ich das gemacht habe. Aber ja, ich kann es immer nur wieder bestätigen. Es ist echt krass, wie gut das funktioniert. Man merkt wirklich gar nichts. Und wenn ihr diese Cremes jetzt einfach mal ausprobieren möchtet, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, an diese dran zu kommen. Bei uns in Deutschland ist es glücklicherweise so, dass man die alle rezeptfrei kaufen kann. Das heißt, man kann theoretisch einfach direkt in die nächste Apotheke rennen und zum Beispiel Arnes Derm, Emla oder Emolus kaufen. Das sind die drei Betäubungscremes, die es im Moment hier in Deutschland auf dem Markt gibt. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, in ihrer Wirkung unterscheiden die sich auch nicht allzu stark voneinander, da eben die gleichen Wirkstoffe letztendlich drin sind. Vielleicht macht es aber dann am Ende des Tages doch ein bisschen Sinn, die mal untereinander ausprobieren, falls man mit einer irgendwie Probleme hat mit der eigenen Haut. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weiß ich aber tatsächlich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass man den Hauptunterschied, und zwar ist das der Preis, direkt beim ersten Mal sieht. Denn da ist Emla mit Abstand die teuerste von diesen drei Cremes. Dahinter kommt dann Arnes Derm und etwas günstiger ist dann noch die dritte im Bunde, und zwar Emolus. Wenn ihr diese Preise jetzt einfach mal schnell und einfach vergleichen möchtet, dann habe ich euch einen passenden Link dafür in die Videobeschreibung gepackt, wo alle drei Cremes in der 30 Gramm Fassung einmal drin sind und über die ihr diese Cremes auch direkt kaufen könnt. Denn damit wären wir schon bei der zweiten Möglichkeit, an diese zu kommen, einfach online bestellen und direkt nach Hause liefern lassen und dann eben über diesen Link die Preise zu vergleichen, um dort dann das beste Angebot für euch zu finden. Letztendlich habe ich dann in dieser Linkliste auch noch eine 5 Gramm Fassung jeweils noch mit reingepackt. Ungefähr so groß sind die dann, wenn man die einfach mal ausprobieren möchte. Und Vorteil dabei ist dann, dass dort auch noch zwei Pflaster mit dabei sind, damit man sich eben nicht mit dieser Frischhaltefolie so ein bisschen helfen muss. Allerdings gibt es die nur von Arnes Derm und Emla, nicht von Emolus. Aber bei Kindern unter 12 Jahren fallen diese Kosten glücklicherweise komplett weg, denn dort übernehmen die Krankenkassen in der Regel diese Kosten. Dementsprechend dann einmal mit dem Diabetologen oder der Diabetologin über das Ganze sprechen, dass man das gerne mal ausprobieren wollen würde, und dann stellen die einem ein Rezept aus und dann kann man so eine Creme tatsächlich auch kostenfrei bekommen. Von Emla gibt es allerdings nicht nur die Creme in der Tube, sondern tatsächlich auch schon die Umsetzung in direkt einem Pflaster. Das heißt, dort ist auf dem Pflaster oder in dem Pflaster direkt schon der Wirkstoff drin und man muss sich dieses Pflaster nur noch auf die jeweilige Stelle kleben. Dementsprechend ist die Anwendung von diesem dann schon nochmal um einiges einfacher, leichter und sollte deutlich schneller gehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch deutlich teurer, zumindest im Verhältnis gesehen, und deswegen würde ich dazu jetzt nicht unbedingt raten. Wer sich aber das trotzdem mal anschauen kann, für den habe ich auch noch wieder einen Link zum Preisvergleich unten in die Videobeschreibung gepackt, über die man die Sachen auch direkt kaufen kann, denn es gibt nicht nur von Emla solche Pflaster, sondern auch noch von Tapsi. Außerdem gibt es auch noch Lidocain-Sprays, mit denen sprayt man eben diesen Wirkstoff dann auf die Haut. Allerdings ist auch das direkt schon so ein bisschen das Problem, beziehungsweise ist es einfach nicht der richtige Anwendungszweck dafür, da man mit dem Spray nicht so gezielt das Ganze betäuben kann, wie man das hier macht. Man braucht ja eigentlich nur einen kleineren Bereich, zumindest beim Katheter setzen, Impfung oder und so weiter und so fort. Das, was ich in diesem Video hier alles beschrieben habe. Diese Sprays kommen eher zum Einsatz, wenn man zum Beispiel im Mund- oder Rachenraum etwas betäuben muss. Dafür sind die vorgesehen, genauso wie auch die Lidocain
Gels, über die man eventuell stolpern könnte, sollte man sich da im Internet noch weiter zu umschauen. Also ich finde diese Cremes richtig, richtig super, war sehr erstaunt, wie einfach und gut das Ganze letztendlich wirklich funktioniert und denke tatsächlich, dass es mir vor allem damals am Anfang von meiner Diagnose, wo ich abends auf dem Sofa gesessen bin, geweint habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe, mir diese Basalinsulinspritze ins Bein zu stechen, dass es mir da auf jeden Fall geholfen hätte, so eine Betäubungscreme mit dem Wissen, dass es dann jetzt gleich nicht wehtut und es einem so letztendlich helfen kann, am Anfang so ein bisschen diese Angst einfach abzubauen, diese Hemmschwelle niedriger zu setzen, sich diese Spritze geben zu lassen oder sich sogar selber zu geben. Für mich ist es auf Dauer tatsächlich jetzt nichts, weil es mir dafür einfach zu umständlich ist und mir diese Schmerzen nicht groß genug sind. Ich habe mich da mittlerweile echt sehr, sehr gut dran gewöhnt. Deswegen in Zukunft, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals wieder verwenden werde, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr begeistert davon und denke für alle, die auch zum Beispiel bei einer Blutabnahme oder bei der nächsten Impfung das Ganze gerne ohne Schmerzen hätten, für die sind solche Betäubungscremes genau das Richtige und vor allem wahrscheinlich dann eben auch noch etwas jüngere Kinder, die dann, glaube ich, ja in der Tendenz dann doch noch etwas mehr Angst vor solchen Spritzen haben. Für die ist das genau das Richtige und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und dann hoffe ich, euch hat dieses Video hier gefallen. Link, wie gesagt, zu den Produkten unten in der Videobeschreibung, genauso wie quasi indirekt über den Link, wenn ihr da auf eine Online-Apotheken-Webseite geht, dann eben auch direkt der Beipackzettel zu den Nebenwirkungen und aber auch den Leuten, die es anwenden sollten bzw. nicht anwenden sollten. Also das vorm Ausprobieren, vorm Kaufen auf jeden Fall einmal durchlesen, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.